liebe Fußballfreunde, wir dürfen dem FC Leverkusen in nichts nachstehen, wir werden auch hier eine kleine Pressekonferenz machen, die Pressevertreter sind da. Bei mir die beiden Trainer, Mario Rombach vom FC Emmendingen und Klaus Gallmann vom FC Erzingen. Die ersten Mulden sind geleckt, die ersten Feierlichkeiten sind über die Bühne gegangen. Ich gebe zuerst Mario Rombach, dem Trainer des FC Emmendingen, das Wort. Mario, der typische Spruch nach einem Spiel, woran hat er gelegen, fragt man immer. Vorerst mal wenig Glückwunsch an den FC Erzingen. Über die zwei Spiele beide Mannschaften haben es gut gemacht. Heute, klar, wir haben direkt vorhin gespielt. War es ganz schwer für uns. Ich glaube, die Mannschaft, also ich kann mit meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, wenn wir das Spiel gut haben und frühzeitig ein zweites Tor machen. Ich glaube, dann wäre es hier noch spannender geworden. Dann sind wir 2-3 in der Runde gerade. Da haben wir entschieden und das ist für uns sehr ärgerlich. Wir haben einen Vorgang. Trotzdem muss man wieder den Kopf aufrichten, das Runde decken und dann ist wieder voran. Danke, Mario Rombach, mein Member des Brasilien. Wir haben jetzt der Klaus, hat so ein Trikot stehen, der Relegationsflug ist besiegt. Wir waren fünfmal in der Relegation, letzte fünfte Versuch hat es endlich geklappt. Klaus, herzlichen Glückwunsch dazu. Deine zweite Relegation, die erste war nicht ganz so toll, das heißt, sie war auch toll, aber die erfolgreich. Von dir noch ein paar Worte zum Spiel, Hinspiel, Rückspiel und fürs ganze Umfeld hier. Ja, also zunächst erstmal vielen Dank, Mario, für die Glückwünsche. Ganz Kompliment zurückgeben oder kann allen Mannschaften oder allen Spielern wieder ein Kompliment machen für das Spiel heute auch. Ja, ich denke, das ist ein Spiel, wo es so viel geht oder Spiele, wo es so viel geht, wo jeder Fehler entscheidend sein kann. Und wenn man das alles mit reinwirft, dann glaube ich, dass es sehr gut in den 40er Spielen gesehen und wahrscheinlich letzte Woche noch ein bisschen besser ist, weil es heute taktisch geprägt war, vor allem von unserer Seite logischerweise. Ja, und dann so blöd es anhört, kann ich nur sagen, Profo Mario, der hatte vor 3 Jahren hier eine Relegation mit dem schlechten Ende für uns, der Gregor hat es gerade angesprochen, das tut unheimlich weh, weil ich innerhalb von 180 Minuten gefühlt die ganze Saison verspielt. Das ist einfach nur bitter. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Spiel letzte Woche entschieden wurde in Emmendingen mit dem 4-1 hat man einfach eine Top-Ausgangslage. Konnte heute natürlich auch sehr defensiv agieren oder abwartend agieren. Und auch so ist halt der Fußball wieder vor 3 Jahren so ein bisschen dafür kritisiert worden, dass wir sehr passiv waren und dann aber hinten raus verloren haben. Heute geht es gut. Heute spricht jeder von einer guten Defensivtaktik. Am Ende war es mir ein Ticket zu defensiv. Ich glaube, wenn Emmendingen das zweite Tor nachlegt oder wenn man nicht dieses ganz richtige Tor vor der Halbzeit erziele, dann kann es ein richtig heißer Tanz werden, weil dann sind wir uns probieren mit dem zweiten Tor und dann kann das kippen. Ja. Gott sei Dank kam es anders. Ich kann nur Kompliment sagen und Glückwunsch an meine Mannschaft. Sie hat es überragend gemacht. Sie hat die Saison gekrönt, die nicht immer gut war, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber heute alles vergessen. Wir steigen auf in die Landesliga, wir freuen uns auf die Landesliga. Ich glaube, die Landesliga darf sich auch trotzdem freuen, nicht dahingehend, dass wir die Punkte mitbringen, sondern dahingehend, dass es ein attraktiver Verein ist, dass ein attraktiver Verein kommt und die Mannschaft kommt und Fußballspieler wird. Danke. Klaus, auch dir Dankeschön. Dankeschön für deine Worte. Wir bleiben nur zu sagen, auch nochmal Dankeschön den FC Emmendingen, den vielen Zuschauern, den zahlreichen, die hier für eine tolle Kulisse gesorgt haben. Für ein tolles Umfeld, alle Mitarbeiter des FC Erzingen, alle, die hier beteiligt waren, hier im Kurs, waren alles auch schön. Mario, wir bleiben hier zu sagen, wir mussten damals auch die Durchhalteparolen anhören, vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr, vielleicht klappt es im nächsten Jahr. Wir würden uns freuen, euch wieder hier zu Gast zu haben. Und Klaus, dir alles Gute in deiner Mannschaft in der Landesliga, wir werden uns wieder heute Abend sehen, möchte ich denken. Und, alle Zuschauer, die noch hier sind, bleiben noch ein wenig hier. Genießen Sie die Atmosphäre beim FC Erzingen
und auf ein nächstes im August, wenn die Runde weitergeht. Dankeschön.